So, die alte Axt ist jetzt raus. Die liegt irgendwo hier auf dem Müll. Und die neue Axt ist auch schon da. Hier. Vollstahl. Und was wir heute versuchen ist, wir versuchen dieses Kettenrad hier auf die neue Achse zu bekommen. Mal gucken wie. So, der Plan ist jetzt, wir gehen hin und nehmen uns einen Seitenteil aus diesem schönen Topf. Was immer das hier ist. Wir nehmen das da raus. Schneiden uns da eine Platte raus, die hier drauf passt. Also irgendwie so in dem Radius, in der Größe ungefähr. Machen ein Loch in die Mitte, schweißen das drauf, stecken die Achse durch und schweißen das in die Achse dran. Wir haben gestern off-camera, wie man so schön sagt, gearbeitet. Nämlich haben wir hier das Ganze angebracht auf unserem Kettenrad. Die Platte von dem schönen Topf haben wir schon gesehen. Ist jetzt auf dem Kettenrad angeschraubt und festgeschweißt. Und innen drin diese Vierkante ist angeschweißt an die Platte von beiden Seiten. Und vor allem ausgerichtet, wo wir Probleme mit hatten, das auszurichten. Diesen Vierkant in der Mitte. Das war gestern ein Drama. Das Ganze kommt dann wie folgt drauf, nämlich wird das hier so hier angeschweißt. Hier und hier und hier und hier und hier und so weiter. Genau. Wir haben noch die Bremse weitergemacht. Hier, da haben wir das gleiche Spiel wieder gemacht. Wieder aus diesem Topf da. Die Blätter rausgeschnitten, den Schlitzreif für den Vierkant, das Loch und dann müssen wir jetzt hier wieder Löcher reinbohren, durchschrauben, das ausrichten und anschweißen und dann könnten wir eigentlich anfangen, die Achse hier in unser Auto reinzubekommen. Bremse ist jetzt drauf, beziehungsweise die Aufnahme ist fertig, dreht sich noch, Kettenrad genauso, Lager ist auch eingepasst. Was jetzt kommt ist, wir müssen
die Achse mit dem Rad verbinden hier. Das war perfekt. Schlagschraube. Vielleicht mit Schwung. Nee, das geht nicht. Nee. Runde wird gehen. Aber da quälen die sich auch. Unsere Achsenausrichtung hat jetzt ein Next Level erreicht. Das Problem ist nämlich, wir müssen ja hier diesen Achsenstahl auf unsere Narbe bekommen. Und zwar perfekt. Das darf nicht eiern. Und das ist uns jetzt hier auch ganz gut gelungen eigentlich. Wenn man hier mal über diese Kante drüber schaut, das ist eigentlich nicht am Eiern. Eigentlich. Eigentlich, sollte es nicht. Und das haben wir wie folgt gelöst. Wir haben nämlich hier so ein Stück Scheiße draufgelegt auf die Achse. Hier an einen Pfosten gemacht. Wenn man quasi die Achse dreht, also das Rad, dann sieht man hier, wie dieser Stahl oder wie dieser Stab hoch und runter geht, weil nämlich unsere Achse auf der linken Seite noch einen Schlag hat. Dadurch können wir ziemlich genau bestimmen, wie groß der Schlag ist und hämmern dann einfach ein bisschen drauf rum. Tag 6, die Achse ist jetzt drin, ist sogar verschweißt an unsere Radnarben dran, auf anderen Seiten natürlich genauso. Was wir heute noch machen ist, wir werden das nochmal verstärken hier mit irgendwelchen Platten, die wir noch hier drüber legen, die Bremse wieder anschrauben, hier das war Guss, das haben wir geschweißt, hat nicht gehalten, also mit Schrauben nochmal festschrauben, die Löcher sind alle schon gebohrt. Wir werden dann hier das Kettenrad anschweißen. Bremse anschweißen an die Achse und wir werden noch, also wir es heute überhaupt schaffen, die Kettenspanner wieder bauen. Also wieder bauen, das wieder bauen. Reparieren. Ersetzen, wie auch immer. Wenn man auf diesen Spalt schaut, währenddem ich das Rad drehe, müsste man ganz gut sehen können, wie viel die Achse im Eiern ist. Jetzt mal ein bisschen. Und dann sieht man, dass, also anhalt des Spaltes hier, müsste man sehen, dass es ziemlich gut geworden ist, die Achse. Ziemlich präzise. Also, die macht vielleicht einen Millimeter Schlag oder sowas. Aber besser bekommen wir es halt mit unserem Hammer und unserem Mittel nicht hin. An der Achse, Kettenrad, Bremse, andere Seite, alles dran. Wir haben einen neuen Kettenspanner gebaut mit Tuning Gelb. Und ja, das Ganze werden wir jetzt mal testen mit der neuen Achse.